Das ist gut. Sie heißt Felicia. Und wie lange kennst du sie schon? So ungefähr 5 oder 6 Monate. Und wieso erfahre ich erst jetzt davon? Weißt du, so richtig näher gekommen sind wir uns auch erst in letzter Zeit. Du bist verliebt in sie, nicht wahr? Ja, das kann man wohl sagen. Oh, mein Junge, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich darüber freue. Wie du siehst, lebe ich noch nicht wie ein Penner. Es ist alles in Ordnung. Ich habe mir Sorgen gemacht. Also, es ging mir schon seit Jahren nicht mehr so gut. Wirklich, seit Jahren, Ma. Ach, ich freue mich so für dich, Jake. Aber jetzt möchte ich endlich hören, wie es dir geht. Wie läuft es zwischen dir und Dad? Also gut, Felicia, ich will jetzt ganz ehrlich zu Ihnen sein. Wenn Sie sich entscheiden, für mich zu arbeiten, dann werden Ihre Eltern zweifellos überrascht sein. Sie werden schockiert sein. Und Sie werden furchtbar enttäuscht sein. Das ist richtig. Aber nicht sehr lange. Und das hat seinen guten Grund. Wir werden gemeinsam in dieser Branche für einen gewaltigen Wirbel sorgen. Sie, Schätzchen, werden mit einer fantastischen Kollektion dafür sorgen, dass jeder Mann in dieser Branche versteht, warum Sie sich so entschieden haben. Darauf zähle ich, Sally. Okay, das können Sie. Seien Sie unbesorgt, überlassen Sie mir das Geschäftliche und es wird alles glatt über die Bühne gehen. Ich bin da, um Ihr Talent zu fördern und um Sie in die Branche einzuführen. Und ich werde Ihnen die Freiheit geben, das zu entwerfen, was Sie schon immer wollten. Ich bin schon sehr lange in diesem Geschäft, Schätzchen. Und ich weiß, wie man junge Talente fördert. Sie werden es nicht bereuen, sich für mich entschieden zu haben. Und wenn doch, dann kann ich jederzeit gehen? Sie werden nicht wieder weg wollen. Wenn Sie erst einmal merken, wie gut Sie es hier haben. Sie werden sich wohlfühlen, ganz bestimmt. Und Sie werden sehr, sehr erfolgreich sein. Und nichts geht an die Presse ohne meine Einwilligung. Versprochen. Wie viel Zeit brauchen Sie noch? Ich weiß es nicht, Sally. Nun, aber Sie wissen sicher, dass Marketing außerordentlich wichtig ist. Und wir werden eine groß angelegte PR-Aktion brauchen, um Ihre Kollektion zu pushen. Es ist nicht das Schlimmste, was Ihnen zustoßen könnte. Fragen Sie doch mal meinen Mann. Ich werde diejenige sein, die es meiner Familie mitteilt. Ich möchte nicht, dass sie es aus der Boulevardpresse erfährt. In diesem Punkt bin ich zu keinem Zugeständnis bereit. Ist das okay für Sie? Ja, für mich ist das okay. Dann haben wir eine Abmachung. Ja, so ist es. Wir haben eine Abmachung. Für uns beide ist das ein großer Tag. Ich werde die Verträge sofort aufsetzen lassen. Und ich werde mich wieder bei Ihnen melden. Aber denken Sie dran. Kein Wort zu irgendjemandem ohne meine Einwilligung. Einverstanden. Auf Wiedersehen, Sally. Ich hoffe sehr, es wird so, wie wir beide es uns vorstellen. Das wird es, Felicia. Da bin ich mir sicher. Du ahnst gar nicht, wie sicher ich mir bin. Geht es Stephanie nicht gut? Es geht ihr sehr gut, Brooke. Sie ist verreist. Wohin verreist? Ich weiß nicht, wohin. Sie wollte einfach allein sein. Aber du bist doch froh darüber, hm? Ich habe es ihr selbst vorgeschlagen. Dann verstehe ich dich erst recht nicht. Logan, es gibt Dinge, über die man einfach nicht reden will. Moment mal, jetzt verwirrst du mich. Willst du damit sagen, nach allem, was zwischen uns war, dass es Dinge gibt, über die du mit mir nicht reden willst? Genau das will ich damit sagen. Warum bist du so enttäuscht darüber? Wie kannst du sowas fragen? Logan, es kann einfach nicht mehr so sein, wie es früher zwischen uns war. Was redest du denn da? Wir sind Freunde.
gute Freunde. Zumindest dachte ich das. Manchmal haben sogar sehr gute Freunde ein paar Geheimnisse voreinander. Freunde haben so etwas nicht nötig. Sie verbergen nichts voreinander. Was willst du eigentlich von mir? Ich möchte einfach gern wissen, was mit Stephanie los ist. Logan, du bist die Frau meines Vaters. Das gibt dir noch lange nicht das Recht, mich über meine Mutter auszufragen. Was soll das? Ich möchte wirklich wissen, was das soll. Mein Dad ist dein Ehemann und meine Mutter ist deine... Deine Mutter ist meine was? Sie sagt, sie sei meine Freundin. Rich, sie erzählt Eric und mir schon seit Wochen, dass sie meine Freundin sein will. Und was zeichnet gute Freunde aus? Dass sie einander vertrauen. Also, was ist los mit deiner Mutter? Ich glaube, es war falsch, herzukommen. Oh nein, das war's nicht. Ich verlange doch nur, dass du mir ein bisschen Vertrauen entgegenbringst. Einmal nur, Logan, nur ein einziges Mal sei ein süßes kleines Mädchen, das Spaß am Flirten hat, hübsch aussieht und ansonsten weiß, dass sein Platz am Kochtopf ist. Hm? Und jetzt muss ich arbeiten gehen. Wart noch einen Moment. Was ist los mit Stephanie? Du willst wissen, was mit Mutter ist? Frag sie doch. Schließlich ist sie deine gute Freundin, oder? Also, wie ist die Stimmung zu Hause? Ach, eigentlich wie immer. Eigentlich wie immer? Was soll das heißen? Weißt du, es hat sich nichts großartig verändert. Was ist mit dir und Dad? Naja, es ist friedlich. Willst du mir nicht die Wahrheit sagen? Was meinst du denn damit? Wie kommt ihr miteinander aus? Ach, Jake. Was ist los? Warum versucht er, Druck auf dich auszuüben? Oh nein, er ist ein perfekter Gentleman und er gibt sich wirklich große Mühe. Er versucht, dich wieder einzuwickeln. Hat er schon Erfolg, Mom? Ich weiß nicht, ob er Erfolg hat. Manchmal fühle ich mich ihm so nahe, dass ich vergesse, was er dir angetan hat, Jake. Dann kommt die Erinnerung wieder und ich kann ihm nicht mehr ins Gesicht sehen und ich verlasse das Zimmer. Es ist ein furchtbarer Albtraum für dich, oder? Ein Albtraum? Viel schrecklicher. Er behauptet immer noch, dass er es nicht getan hat. Ich habe mit diesem Mann gelebt und ich habe ihm immer vertraut. Und jetzt verlangt er von mir, meinen eigenen Sohn für einen Lügner zu halten. Mutter, ich wünschte, ich könnte dir jetzt sagen, dass er mich nicht missbraucht hat. Eigentlich ist es ja auch egal. Ich will ihn sowieso nicht wiedersehen. Also wenn du lieber ihm glaubst... Ich will die Wahrheit glauben. Jake, die Wahrheit. Entweder ist es passiert oder nicht. Einer von euch sagt nicht die Wahrheit. Und wie soll ich dann weiterleben, solange ich nicht weiß, wer es ist? Ich kann das nicht ignorieren. Ich kann nicht aufhören, daran zu denken. Sag mir, wie ich damit leben soll. Mit einem Mann, den ich liebe, und einem Sohn, den ich liebe, und beide sagen, dass der andere lügt. Jetzt sag mir, was ich tun soll, Jake. Was soll ich nur tun?